Moin und herzlich willkommen hier an der Flensburger Förde, wo ich jetzt gerade sitze. Ja, moin und auch gleichzeitig auf Wiedersehen, tschüss. Ja, das wird ein Abschiedsvideo für etwas länger, denn wie ihr wisst, habe ich ein Sabbatical von 4 Monaten und das beginnt in wenigen Tagen. Das Reiserad steht zu Hause bereit. Taschen sind noch nicht ganz fertig gepackt, das wird man dann bis zum letzten Moment nochmal alles kontrollieren, ob wirklich alles mit dabei ist. Ja, und was habe ich vor? Ihr wisst, habe ich schon gesagt an meinem Jahreswechselvideo. Ein Monat Balkan. Ich werde am 1. Mai anreisen, runter nach Tarvisio. So ungefähr möchte ich hin. Und dann starte ich gleich Richtung Slowenien, Richtung Bled und Ljubljana zur Hauptstadt. Und dann geht es weiter Richtung Süden, nach Kroatien, immer weiter durch im Hinterland. Das ist mein Plan, bis ich dann nach Bosnien-Herzegowina reinfahre, bis nach Mostar, dann rüber nach Dubrovnik und dann die Küste nur noch hoch, bis ich, ja, bis gerade komme. Das ist ein weiter Weg, ja. Und dann nochmal hoch wieder nach Tarvisio. Da schließt sich wieder Kreis, wie immer fahre ich einen Kreis. Das ist auch immer am besten mit An- und Abreise. Das kennt man immer alles. Ja, und dann, das soll in diesem Mai passieren. Dann komme ich hier wieder zurück nach Hause, mache eine kurze Pause. Und dann reise ich Richtung Norden. Der Plan ist, mit der Fähre nach Göteborg zu fahren und dann durch Schweden durch, bis ich Finnland oben ankomme, denn dadurch dann nach Norwegen rein, bis ganz nach oben zum Nordkap. Das wäre echt toll, das zu erleben. Und dann, ja, ist es da noch nicht zu Ende, hoffe ich. Dann habe ich vielleicht hoffe ich noch ein ganzes Stück Zeit, um Norwegen noch weiter zu erkunden an der Atlantik, Baltischen See, wollte ich schon sagen, an der Arktischen See, an der Barentssee entlang und am Atlantik runter, selbst das Trondheim. Doch, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, nach Oslo zu kommen. Vielleicht mit Rad, vielleicht mit Zug, vielleicht überbrücke ich auch mal was zwischendurch. Man weiß ja nie, wie alles so funktioniert. Es wird sehr spannend, so lange unterwegs zu sein. Nicht das längste waren ja 18 Tage in Schweden. Das war schon stark, aber wie gesagt, das wird was ganz anderes. Vor allen Dingen auch vom Wetter her. Hier ist es immer noch frisch. Es ist einstellige Temperaturen. Ein Wind zieht hier durch. Also ich werde da unheimlich vielleicht einen Sonnenbrand kriegen. Ich muss unheimlich aufpassen. Also so ohne richtig braune Arme, braune Beine um diese Zeit. Das ist noch nie oder fast noch nie vorgekommen. Es war immer schlechteres Wetter. Auch heute ist es für kurze Sachen echt schwierig. Jetzt habe ich mal gesehen, dass ich kurz fahren konnte, aber das war echt nur kurz, wirklich kurze Zeit. Das ist meine Vorbereitung gewesen. Ich habe einige Kilometer abgerissen, tolle Touren. Ja, und so fahre ich bald los. Eins kann ich euch noch sagen, eine gute Nachricht. Der Ostseeküstenradweg rund um Flensburg hier an der Flensburger Förde ist wieder in Ordnung. Also die Saison kann losgehen. Ist alles wieder hergerichtet, mindestens provisorisch, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ihr könnt hier kommen. Ja, also ich bin aufgeregt. Es kommt keine Videos davon. Ich nehme kein Laptop mit, schneide mal. Vielleicht kommt es mit dem Handy, über das Short, mal eins auf YouTube, wenn ihr wollt. Ihr könnt es ja mal in Kommentare schreiben, ob ihr das mögt. Sonst auf Instagram kommt auf jeden Fall was und auf der App Polarstep. Link in der Videobeschreibung, da braucht man kein Abo oder so abschließen. Man kann live dabei sein, wo ich längst war. Das kann ich ans Herz legen, wenn ihr das wollt. Sonst lasst euch überraschen, im September werde ich mich bestimmt melden, mindestens wann die Videos von der Reise kommen. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich muss ja erstmal alles durchgucken und bearbeiten. Also bin ich jetzt erstmal ein bisschen weg vom Fenster auf YouTube. Aber ich bin unterwegs und werde ordentlich filmen. Also, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Im September. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss.